Achtung, Achtung! Leider ist mein Mikrofon in der Aufnahme zu laut eingestellt gewesen. Da mein Capture-Device das Mikrofon und Game-Audio als eine Spur aufnimmt, hatte ich leider keine andere Möglichkeit, als das ganze Video leiser zu stellen, damit ihr bei meiner lieblichen Stimme keinen Hörsturz bekommt. Dieses Problem tritt nur in Last of Us Episode 1 bis 3, Judgment Episode 4 bis 6 und Dragon Quest Builders 2 Episode 27 und 28 auf. Dickes Sorry dafür, trotzdem ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Jetzt in der zweiten Episode. Die erste haben wir abgeschlossen, beziehungsweise den Anfang haben wir fertig. Wir sind jetzt mit Tess auf der Suche nach Robert, der wohl irgendein Waffenhändler sein soll und uns ein bisschen verarscht hat scheinbar. Be a dear, would you? I'll get it. Dann holen wir mal das Brett. Oh, ein bisschen weit gefallen. Here, pass it to me. Ja, bitteschön. It's a bit heavy. I think I can handle it. Alright. Die ist aber stark. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Hier, würde ich behaupten. Perfektes Timing. Das Ding für die PS4 zu remastern war auch das Beste, was Sony machen konnte. Oder einen Auftrag geben konnte, weil ich glaube, das hat Naughty Dog ja nicht selber gemacht, das Remaster. Das wird ja sicherlich eine Auftragsarbeit gewesen sein von irgendeinem Unterstudio. Und wir sind Full Life, brauchen wir also nicht. Aber auf der PS3 lief das ja, also, das lief ja wie Fuß. Jo, ich komm gleich. Das lief ja wie Fuß auf der PS3. Also ich hatte jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gestartet habe, dieser Ladebildschirm lief, ja jedes Mal das Gefühl, dass die Konsole stürzt gleich ab. Keine Soldaten hier. Alles safe. Klar. Damit die Konsole die Texturen und den ganzen Scheiß aus dem Arbeitsspeicher schmeißen kann. Ja, sicherlich werden wir die brauchen. Nochmal durchladen. Hey, little man. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Alles gut. Dann weiter. Hey Tess, hey Tess. Hey pretty lady, how you doing today? I heard you not got right some now, Terrence. No, 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 it's good looking not out at the car. Now, you hear me? Okay. You can do that. I'll have you pop your back. You touch it, you buy it. Ja, dann. It's been a while. You don't visit us anymore. Fass ich halt gar nichts an, ist okay. Fight Club. Where do you think you're going? Malik. Was interessiert dich ein Scheiß? Ja, besser ist auch. Jetzt hau ich dir Puff vom Kopf. Who's that? An old headache. Don't ask. An old headache. Du schleifst deine Machete. I'm looking for Robert. You come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now.
Das klingt doch gut. Dann auf zu Robert. Here we go. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Fuck this. You ready? Yeah. I'll cover you. Get the angle on them. Keine Muni. Verzeihung. Ja, komm hier hoch. Ja, das ist Joel irgendwas Mitte 50 oder so. Ich gehe davon aus, dass er irgendwas in 30 war im Prolog. Das ist jetzt hier 20 Jahre später. Ich bin so gespannt, ob er auch im zweiten Teil auftaucht. Darüber ist ja quasi noch nichts bekannt. Also gesehen wurde er noch nicht. Man weiß halt, dass man Ellie spielt. Größtenteils. Gehe ich von aus. Also ich hoffe so sehr, dass Joel noch da ist. Auch wenn das Ganze jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen was für den ersten Teil vorwegnimmt. More Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. Guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Ja, hättet ihr nicht. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Move up. Move up. Ja, ich bin noch dabei. Tja. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Oh, da sind auch noch welche drin. Also er ist auf jeden Fall tot, den hat sie erstochen. Aber ich weiß nicht, ob der andere, also beim Erwürgen, ja gut, erwürgen, ne? Heißt ja nun mal töten. Aber... Na ja gut. Na ja doch, er ist tot. Er ist tot. Ich meinte zu sagen, dass er auf der Georgian Street und nur diese Soldaten mit einer Gruppe von etwa 5 Sivs, alle in Handcuffs. Lass mich guess. Fireflies? Ja. Yep. Sie lined ihn gegen die Wand und bang, bang, bang. Cracking down on them hard. Yeah. I got a cousin with him. Seriously? Yeah. The idiot thinks he's gonna save the world. Hope he's all right. Ihr habt euch aber auch convenient hingestellt hier. Gut, Tess, gut. Ich hätte gern dieses Messer, das du da hast. Puh. Good takedown. Dankeschön. Let's search the area. Oh ja, Muni. Immer gut. Dann searchen wir mal die Area. AKA durchsuchen das Gebiet. Life ist immer noch voll. Himself. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Okay.
Okay, er geht da jetzt hoch. Er sitzt da. Wie die sich auch wehren. Well done. Unten ist die Flasche. Bereits eine Flasche, deswegen können wir nicht noch eine weitere mitnehmen. Reicht auch. Und ich möchte keine Kommentare lesen mit von wegen, die Flasche sitzt am Controller. Das wäre ziemlich unfair. Oh oh. Irgendwer sieht mich, glaube ich. Oh, er da oben. Oh oh. Hat er irgendwas gesehen? Ja, geh lieber in die Richtung. Da müssen wir ihn wohl verprügeln. Wow. Ach so, da war. Seite wechseln. Wo ist der Typ hin? Au! Autsch. So. We should have brought more people. Nee, das lohnt sich nicht. Yeah, you're right. Jetzt ein Medikit lohnt sich nicht. Ich kann auch langsam immer mehr reden, weil auch immer mehr Gameplay dazu kommt. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke erneut Dreieck, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Ja gut, gehen wir jetzt runter. Also Messer erstmal nicht. Hat natürlich keiner gehört, dass das große Tor aufgegangen ist. Oh, das sind echt eine Menge Leute. Da ist er, der Langhaar Bobby. Genau, bringen wir es hinter uns. Contacts in the north, our contacts in the south. Let's be smart about this. There's a lot of them. Jetzt haben wir eine Nahkampfwaffe aufgesammelt. Einmal hinter die Ecke, damit es keiner sieht. Ja, lieber ein Ziegelstein als eine Glasflasche. Tut, glaube ich, mehr weh, wenn man das Ding an den Kopf kriegt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Da ist einer und da steht einer. Oh, er kommt her.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bleib so. Bastard! Wie der rumgezappelt hat! Viel zu doll rumgezappelt. Huch, falsche Taste. Kann man nachladen. Waren das alle? Direkt nochmal nachladen. Das war Tess jetzt gerade, oder? Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen. Noch ein Backstein. Ja, sieht gut aus. Ich kann mir ein Messer herstellen, weil ich eine Klinge und ein Band habe. Aber wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Messer. Na dann. Hallo, Steuerfahnder! You just wanna talk, Robert. We got fucking nothing to talk about. Put your gun down. Go fuck yourself. He's running. Schmeiß halt die Waffe. Robert! Joel, this way. Scheiße. Falsche Richtung. Well. Hello, Robert. Tess. Joel. No hard feelings, right? None at all. Alright. Oh, God damn it! Das tat bestimmt weh. Look. Whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but... It's complicated. Look, all right, just hear me out on this. I got... Ow. Stop, stop, stop! Quit your squirming. You were saying? I sold them. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who like has that. Our guns? I can't. Just give me a couple... Who has our guns? The fireflies. I owe the fireflies. What? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those fireflies. Just go get them. That is a stupid idea. Well, now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's go find a firefly. We won't have to look very far. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You aren't looking so hot. Where's Robert?
I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back, and then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. Search the area. Yes, sir. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. We gotta get out of here. Now. Na dann, schnell weg. We gotta move. Okay, nachgeladen ist. Through here. I know a way around this. Come on. Alles klar. Irgendwas ist mit deinem einen Arm kaputt, aber du machst hier mit deinem anderen Arm Dinge. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie das auch ruhig mir hätte überlassen können. Jo, hat geknallt. What do you think I'm turning to you guys? This way. So why now? We've been quiet. Been planning on leaving the city, but they need a scapegoat. They've been trying to rile us up. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Alles mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Och, Mäuschen. Ja, lass mich das doch machen. Was ist mit dem... Was ist mit ihrer Hand? Oh, scheinbar kann sie eine Waffe drin halten. Oh, lag da was? Nein, hey! Ich konnte nicht umdrehen. That's the way out. The door into the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. Dann sneaken wir mal vorbei. Zu der Tür. Okay. Komm ich hier rein? Nö. Wo sind sie denn überall? Da hinten ist Marlene schon. Okay. Ja gut, wir müssen ohnehin oben rum, also. Falsche Taste. Dafür, dass sie so fertig aussieht, hat sie aber noch ganz schön was drauf. Okay, watch yourselves. They're out in numbers today. Na, Kollege. You got me, okay? Ja, ich hab dich, ich weiß. Gott, wie rot die Augen von ihm wurden. Das ist mir bei Robert auch schon aufgefallen, als der aufs Maul gekriegt hat von Tess. Ach, er hat geschossen.
machen wir das denn am dümmsten? Oh Gott, das sind sogar drei. Ich verstecke mich erstmal. Oh Mann, warum musst du jetzt hierher gucken? Shit. Jawohl. Mach mal so, dass uns keiner mehr sieht. Und Lichter aus. Thank you. Und dann nur mal gucken, wann der andere Typ hochkommt. Das höre ich hier nicht. Ja. Rennt halt rum wie aufgescheuchte Hühner, weißt du? Da ist er. Der jetzt auch nicht mehr leise sein, weil es der letzte in dem Gebiet war. Also konnte man ihm auch immer schön ins Gesicht treten. Oh. Where are we going, Merlin? This way. It's not far now. This way. How are you holding up? I'm running on fumes, but I'll make it. The place is right up ahead. Attention. Curfew is now in full effect. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. The hell are we smuggling? I'll show you. Joel, give me a hand with this. Also, die Tür kannst du ja auch wohl alleine aufmachen, ne? Come on now. You don't have to. The fuck away from her! Let her go. You're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got us help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best idea. Ellie! How do you know them? I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. Look, just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Marlene. No more talking. You'll be fine.
Stay close. Let's go. Also schmuggeln wir Ellie. Gut, das soll es dann an der Stelle aber auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder auch ein Abo da. Falls nicht, in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und ja, wenn alles gut läuft, sehen wir uns morgen wieder mit The Last of Us Remastered. Bis dann, ciao, ciao.